Ich muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen. Das war noch nie so schlimm. Morgen Jungs, mal wieder. Servus. Eine weitere Episode, diesmal zockt der Fred. Der Fred. Auf Kita ohne Intro. Map Seed Random, es geht los. Die letzte Episode ist ja recht kurz geworden mit knapp über 5 Minuten. Und wir wollen euch an der Stelle einfach mal fragen, was habt ihr lieber? Kurze Episoden, bis wir halt sterben? Oder wenn es, so wie die letzte Episode, nur 5 Minuten dauert, ob wir dann direkt im Anschluss noch eine weitere Episode machen sollen. Und ab wann ist es euch zu viel pro Episode? 15 Minuten? 50? Nee, schreibt in die Kommentare rein. Das würde uns sehr weiterhelfen. Wow, alter Verwalter. Was ist das für ein Scheiß? Das kann man nicht spielen. Wo willst du denn vorbeikommen? Oder meinst du, ich kann schnell genug die Tür unten aufmachen, dass du Gasmasken und so weiter holst. Meinst du? Oder du lockst in diesen Raum, machst die Tür zu und gehst raus. Blinzel, mach die Tür auf, geh zurück. Und das Ganze ein bisschen schnell. Wow, Alter! So, jetzt guck ihn bloß an. Geh raus. Mach die Tür zu. Pass auf, jetzt wird scheiße. Nee, jetzt kommt. Ich steh vor dir. Aber ich glaube jetzt da. Alter. Ja gut, wie haben wir gesagt, nach der Episode ist Schluss. Nee, wir machen noch eine, das war jetzt echt ein Witz. Das können wir nicht bringen für unsere Zuschauer. Das können wir aber drin lassen als Beweis. Ja klar. Was war das denn? Aber das ist mir schon mal passiert. Da. In den älteren Versionen, da wo doch die Regale waren am Anfang, da wollte ich da rechts reingehen und da stand es dann auf einmal im Regal davor. Bug oder Absicht, man weiß es nicht. Zufall? Glück? Wunder? Wunder. An dieser Stelle Grüße an Herrn Eckel von der Wittenberger Realschule. Das war noch Zeiten. The shortest way out is the southeast way. The southeast way. Kompass bräuchte man jetzt. So, okay. Alter, der kommt tatsächlich da hoch. Der steht da. So ein Schlawiner. Ja. Der geht auch nur mal weg jetzt. Ja, du musst warten, bis du dem woanders begegnest. Kannst du da nicht, auf keinen Fall. Pass auf, dass er da nicht durchkommt. Meinst du, der steht schon draußen? Könnte sein, dass er jetzt aufmacht. Ja. Wow, doch, da steht er. Ja, geh woanders hin. Aber sei wachsam erstmal. Geh durch die Tür, mach sie zu hinter dir und dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hoffentlich ist er jetzt da drin. Der hat aufgemacht, das ja, gehört? Ja, mach die Tür auf. Und dass er da jetzt da steht. Nein, scheiße. Gut, da ist zum Glück zu. Wieder, ne? Ja. Das war der falsche. Ja. Mein. Wenn ich spiele, ist es immer so. Es ist mir so auf der Flucht. Du darfst dich jetzt nicht zu weit von dem Eingang distanzieren, ne? Du hast noch die Gasmaske, merkst du das? Ich will die Gasmaske nicht. Geh geradeaus, damit du zum Anfang her immer geradeaus musst. So, bitte. Lass ihn da rein, lass ihn da stehen. Binzel, geh da durch und schau, ob da drin steht. Weil wenn es da ist, dann kannst du zurück zum Anfang gehen. Mist.
immer geradeaus. Bis es nicht mehr geht. Oh, Alter, verkackte Kacke! Wie viele von den Räumen kommen da? Die kaskadieren sich jetzt. Das ist Red Roomception. Junge. Red Roomception ist gut. Geht auch. Man kann es ja mal versuchen. Oh, Kacke, was ist das hier für ein... Das ist scheiße, Alter. Labyrinth, ey. Dann geh jetzt als nächstes rechts. Da jetzt rechts. Da bekommst du Keycard. Da ist noch 173 drin, aber. Aber jetzt kannst du zum Ausgang. Warte, schau mal, ob du jetzt diesen Navigator hast. Weil, wenn du die Keycard hast. Ja. Ja. Wenn du die Kicker hast, dann hast du auch den Navigator. Sensationell. Sensationell. Sau gut. Ja, ich glaube, das war's mit der Episode. Das ist schon wieder so kurz, 6 Minuten. Na ja. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, der Kollege muss sich erstmal ein bisschen erholen. Der ist noch ganz perplex.